Ja, auf geht's. Donnerkugel und Chaoskralle Kälteschock und sonst nichts. Plasmastrahl. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verdamme Haste wieder dazu, alle zu heilen. Denn er zieht einfach zu wenig ab. Oh je. Angriff. Angriff. Was hat denn jetzt viel abgezogen? Das war Kälte, ne? Dann versuch's mal mit Aquata. Und Haze halt alle mit Stärker. Oh ne, nicht schon wieder diese Kackverstärkung. Die nervt. Denn die Verstärkung ist stärker als Idusa selber, finde ich. Oh, Guy zieht nicht viel ab mit seiner Donner-Axt. Dann greift er den Multiknecht an und Dekar greift Idusa an, Aquata auf beide und Haze greift auch den Multiknecht an. Der jetzt leider schon gestorben ist, weil Gordo einfach der Man ist. Er ist einfach zu stark, das habe ich nicht gedacht. Das könnte ein bisschen länger dauern. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Ich glaube nicht bei Idusa. Chaoskralle. Ching, ching, ching. Und saugt die MP des Gegners und okay. So. Idusa, du Geschwul, du hast eine rosa Rüstung. Das kann schon nichts werden. Obwohl, wenn du nicht im Kampf bist, sondern normal angezeigt wirst, dann hast du eine gelbe Rüstung an. Oder? Also irgendwas stimmt da nicht. Nein, das wollte ich nicht. Fokus, nein. Angriff. Ching, ching, ching. Aquata und du benutzt wieder stärker, Haze. Okay, das war nicht schlecht. 119. Langweilig. Cool, Dekar ist schon schneller als Guy. So, dann machen wir es diesmal wieder so. Ach, scheiß drauf. Tempo auf Dicker. Schon wieder das Idusa-Donner. Aber es juckt mich nicht. Denn Idusa ist jetzt eh kaputt. Ark. Der kann ja ganz schön flitzen. Das war rekordverdächtig. Vielen Dank. Ich habe das nur geschafft, weil ihr an mich geglaubt habt. Anna! Karim! Geht es dir gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich wusste, du würdest kommen, Karim. Natürlich, lass uns zurückgehen. Emily! Ich hatte solche Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Ich frag mich, wie diese durchschnittlichen Typen einfach durch den Turm gekommen sind. Also, egal. Kyla! Ich habe ständig an dich denken müssen. Das ging mir genauso. Lass uns ins Dorf zurückkehren. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Vielen Dank, Dicker, weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Wirklich, aber. Lulu! Selbst ein kleiner Junge kommt in diesen Turm und schafft es bis zum obersten Stockwerk. Ivan, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Lulu, geht es dir gut? Ja. Es tut mir leid, Dicker. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Glück im Kampf, Pech in der Liebe. Krieger brauchen keine Frauen. Mein Schwert ist meine Braut.
Lassen wir ihn für eine Weile alleine, aber Hayes, ich weiß, es geht um das, was Idutha gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gades und das Werk der vier Höllenfürsten, oder? Oder? Öder? Als wir mit Gades im Westturm von Gordewan kämpften, nannte er sich einen Höllenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höllenfürsten wie Gades? Ich weiß es nicht, aber Idutha sagt, dass die Leute bald die vier Höllenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal ob Höllenfürst oder nur ein Blob, ich kann alle schlagen. Ich bin unbesiegbar. Ja, schon gut. Lasst uns jetzt nach Narzissus zurückgehen. Und, ihr habt nur nicht mal. Egal. Tasche, Zaubertrank. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt zu Fuß nach Narzissus zu gehen. Deswegen benutze ich Warp und beam mich wieder zurück. So. Der Kerl, der im Nordturm war, scheint nach Kumabi gegangen zu sein. Okay, gut zu wissen. Da ihr die Frauen gesetzt habt, dürft ihr hier umsonst übernachten. Wie nett. Dum, dum, dum. Ja, auf nach Kumabi. Aber wo ist Kumabi? Das weiß nur Guy. Nein, keine Ahnung, wer das weiß. Und wieso greife ich so behindert an? Ich habe jetzt eigentlich nur drauf losgekloppt. Okay, egal, es war eine gute Taktik anscheinend, denn dieser Kampf ging schneller vorbei, als ich dachte. So, ist hier eigentlich was? Nee. Ach, hier ist ja schon Kumabi oder was? Diese Fliegen sind doof. Ehrlich, das macht keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Panzer, Biene und Gruselfliege, zusammen sind sie ein starkes Team. Oh yeah. 288 und 196. Meine Taktik ist wieder voll aufgegangen. Kaputt und kaputt. So, Kumabi. Ein Licht wurde vor einigen Tagen bei dem Tempel im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel, fast wie zu Silvester. Dann weiß ich ja schon mal, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ich kaufe sie jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, dass sie ganze Zeit nur dieses andere Multischwert. Was kann das denn? Ein Schwert, mit dem man viele verschiedene Attacken machen kann. Das war falsch. Metallpanzer für DK. Ja, Eisenhemd. Aber die Kamut-Rüstung ist eigentlich zu gut, als dass ich. Aber ich kaufe ihm trotzdem das Eisenhemd jetzt. Okay, Stahlhelm ist billiger als der Felshelm. Aber der Felshelm kann auch nur von DK getragen werden. Der Stahlhelm kann von ihm und von ihm. Der Riesenturban ist für Selan. Jetzt kommen die Schilde dran. Ein Langschild für DK und ein Silberschild für Maxim oder Hayes. Wie man ihn auch nennen will. Und dann kommen wir zurück zu meinem Kapselmonster und ich frage ihn, willst du ein Riesenschild essen? Und er sagt, oh ja, bitte, bitte. Also, wo ist es? Vielen Dank. Ja, das habe ich leider nicht. Und deswegen war es das auch erstmal. Der Tempel war noch nie bewohnt, doch seit dem Auftauchen des Lichtes lebt dort Monster. Leben dort Monster, hat er wahrscheinlich gesagt.
Ich will auch mal zum Tempel im Norden. Dort ist bestimmt was los. Ob in dem Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Ich weiß es nicht. Ich werde nachschauen. Ich werde nachschauen und hier erstmal Pause machen. Also bis zum nächsten Mal.